solltest halt deine Landingpages so texten, dass Leute es verstehen. Du solltest auch Bildsprache verwenden, die ohne Text erklären kann, worum es auf der Seite geht. Herr Schmidt. Dankeschön. I follow their advice about words 100% valid. It still gets way better than Excel. Nils, schön, dass wir uns hier wieder treffen nach unserem ersten Interview bei mir im Studio. Jetzt hier, heute warst du auf der riesigen Bühne vor tausenden Leuten bei den Online-Marketing-Rockstars. Erzähl mal, was sind so die drei Takeaways von dem Vortrag? Das erste ist, kümmere dich besser um deinen Livestream, weil der ist leider abgebrochen. Aber es gibt anscheinend eine Aufzeichnung, die man trotzdem irgendwie als Post noch erreichen kann. Ja, und von meinem Vortrag ist es... Ich habe über viele Dinge erzählt, aber ich denke, eines der wichtigsten ist, du solltest halt deine Landingpages so texten, dass Leute es verstehen. Du solltest auch Bildsprache verwenden, die ohne Text erklären kann, worum es auf der Seite geht. Das so ganz, ganz, ganz grob als Learning. Ja. Und jetzt muss man sagen, du bist ja, das ist jetzt kein Overnight-Success in dem Sinne, ne? Also wirkt jetzt für den einen oder anderen so, aber du machst jetzt schon seit vielen Jahren Conversion-Rate-Optimierung und hast sehr viel mit Facebook Live deine Brand aufgebaut, so gefühlt, finde ich. Wie würdest du das beschreiben? Was macht jetzt deinen Erfolg aus? Weil es ist ja, bist ja schon einer der Shooting-Stars jetzt der Szene hier, auch durch diesen Vortrag zeigt sich das ja auch wieder. Danke. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich erzähle halt das, was ich erzählen will oder wo ich denke, dass es den Leuten hilft, und anscheinend kommt es ganz gut an. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich nicht verstelle oder so, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Ich glaube, es ist eine gute Mischung zwischen dieser Authentizität, also du als Typ, und eben wirklich den praktischen Tipps, die du gibst, ne? Also das bringt schon echt was. Und jetzt hast du ja auch eine eigene Konferenz, durftest du hier sogar kurz sozusagen promoten. Ja. Eine eigene Konferenz, die OM Live, die letztes Jahr zum ersten Mal stattfand, auch mit hunderten Leuten. Und jetzt dieses Jahr wieder, erzähl mal ein bisschen, was ist da geplant, was kommt da auf uns zu? Es gibt ja einige Neuerungen. Ja, wir waren letztes Jahr 430 Leute, wollten es jetzt aber international machen. Also haben jetzt auch eine komplett englischsprachige Konferenz, weil wir denken, wir wollen halt auch die englischsprachige Online-Marketing-Szene, die ja auch gerade in Berlin ziemlich groß ist, auch anziehen. Und ja, haben jetzt ein paar Speaker eingeladen, auch von Amerika, aus Belgien. Wir haben zum Beispiel Carl Gillis, also den angeblich drittbesten Conversion-Optimierer der Welt. Wir haben Pam Neely, die hat irgendwie den New York Press Award gewonnen und so. Das sind halt richtig coole Leute, die richtig viel erzählen. Das sind halt endlich mal Speaker, die man sonst nicht auf jeder Konferenz in Deutschland sieht. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Weg gegangen bin, weil ich hatte halt keine Lust mehr auf immer das Gleiche, was alle anderen machen. Nichts gegen die anderen Konferenzen, aber ich denke mir, man kann sich einfach besser sein USP schaffen, indem man halt mal was anderes versucht. Und ja, das ist so das. Und das findet am 21. und 22.06. statt, und es gibt jetzt Tickets. Das war nicht abgestimmt. Link in Description. Ja, so ungefähr. Ja, nee, aber das sind so die Hauptneuerungen, und wir haben jetzt halt neue Location. Alles ein bisschen krasser als letztes Jahr und wird, glaube ich, cool, und trotzdem halten wir die Ticketpreise, worauf ich echt stolz bin, auch wenn das natürlich für mein Konto nicht sonderlich positiv ist, aber Hauptsache wir haben Spaß daran. Also das ist, glaube ich, auch das, du machst es halt, weil du es auch willst und ist jetzt keine reine Gelddruckmaschine für dich, ne? Nein, also mein Geld verdiene ich woanders, und die letzte Konferenz hat nicht wirklich Geld gebracht, und dieses Jahr haben wir auch krass wenig Marge, also wir machen eigentlich erst Gewinn ab 600 Tickets. Ich weiß nicht, ob wir 600 Tickets verkaufen, das heißt, es ist schon ein hohes Risiko, aber ich mache es halt wirklich, weil ich Bock drauf habe. Und wie viele Leute passen rein? Zoopalast, ne? Ist ja für Berliner wie mich, ist ja eine Ikone, das ist ja sozusagen... Ja, da freue ich mich auch sehr, dass das klappt, und es passen in den Saal 773, und wir können halt insgesamt so 800 Tickets verkaufen, aber also ich hoffe, es wird was, aber ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil wir diesen Umsprung auf die englische Sprache haben, neue Location, alles neu, deswegen ich habe keine Ahnung, wie viele kommen. Ticketverkauf läuft aber relativ gut an, also mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, gut, ich freue mich drauf, ich werde auch dabei sein, und vielleicht machen wir sogar noch ein Abendevent davor, ne? Also, wenn ihr Bock habt und mal in Berlin unterwegs seid oder aus Berlin kommt, dann schaut euch die OM Live an vom Nils Kattau, und natürlich deine Facebook-Streams, die sind ja auch immer sehr beliebt, und ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg hier heute und vielen Dank für das Interview. Danke sehr.